Hallo und herzlich willkommen zurück zu Bloodborne. Ich bin Tykstar und wir sind im Hunter's Dream. Der Hunter's Dream. Und wir werden entweder in den Nightmare Frontier weitergehen oder wir werden mal die Leiche inspekten. Ich wäre theoretisch eher für die Leiche zu inspekten. Einfach mal um zu gucken, wo wir da hinkommen. Wir haben jetzt das Crow Feather Set completo. Tutto completi. Und genau. Wo war das hier, ne? Advent Plaza. Kanehurst steht uns auch noch offen. Aber wir schauen erstmal dort. So, da sind wir. Und wir gehen jetzt hier hoch und werden diese Mumie inspizieren. Werden anscheinend wieder irgendwo hingeportet. So. Lecture Building. Waren wir nicht schon mal? Hier waren wir doch eben erst. Aber die Lampe war aus. Sieht aber... Ist okay, sieht nicht 1 zu 1 aus. Antidote. Aber wir machen erstmal die Tür auf und gucken. Ah, wir sind im zweiten Stock. I get it. Guck, da sind die Typen. Cooler Shit. Spiegelung FT. Spiele. Jump! Das war langsam, ey. Kann nicht anvisieren. Das ist ein bisschen scheiße. Ah, der hält mehr aus. Oder ich habe nicht richtig getroffen. Die hier oben halten mehr aus, weil die mehr Sauerstoff bekommen. Ich habe keine Ahnung. Ich muss ja hier lang laufen. Ist nichts weiter. Die schießen von dort. Ach so, das geht durch die Wand durch. Das ist natürlich ärgerlich. Niedrig. Trefft die mich? Alter! Ey, das ist ganz schön besch... Ich treffe sie nicht! Ich sehe nichts! Ich bekomme Schaden! Oh mein Gott, das ist so hart. Die spammen ihren Scheiß. Vorbeilaufen und die Typen holen. Ist mir scheißegal. Das ist mir zu blöd jetzt. Guten Tag. Guten Tag. Alter! Voll der Spaß, ey. Alter, zu viert haben sie da auf mich gespammt, ja. Guck so, Bullets immerhin. Hier. Platz, so ein Chunk, nice. Endlich mal wieder einen Chunk gefunden. Lustig. Bist du fantastic? Nein. Oh Gott, ey. Ja, die sind irgendwie nervig. Tatsächlich. Und vor allem die mit den Schießen. Ey. Gott, ey. Oh, da steht so ein großer. Wie ist der überhaupt hier hochgekommen? Passt hier durch Türen und so? Geht's hier? Da sehe ich doch was. Ich bin nicht blöd. Ja. Hab ich ja richtig geraten. Anscheinend sind die irgendwie, haben die hier in diesem Labor mit diesem Kram rumprobiert und dann haben sie sich selber irgendwie da infiziert mit, um es mal so auszudrücken. Hier, das ist immer leer. Interessant. Irgendwann ist es nicht leer. Wondrous Hidden Path. Ist auch geil. Hä? Bude. Ist nix. Tür. Hier kommt Rauch raus. Ich kümmere mich, glaube ich, erstmal um den. Der brennt. Dem muss ich helfen, der brennt. Ich glaube, hier kann ich die benutzen. Oh.
Alter! Ich weiß nicht mehr, wie er mich getroffen hat. Nicht da rein. Oh Gott, ist das... Komm nicht weg! Okay. Alter! Ey, ich habe keine Ahnung, wie er mich getroffen hat. Alter, ich kann mich hier gar nicht bewegen. What the fuck? What the fuck? Wie unfair! Nee, da kommst du nicht weg. Der hat mich einmal getroffen und dann noch. Dann, da kommt dann wieder dieses Unfair-Gefühl hoch. Weil er trifft dich einmal, weil er im Rennen schlägt. Du fliegst weg und dann bist du tot. Weil. Ja. Weil eigentlich ist es ist, sozusagen ist, das ist halt 100% Kill-Attacke. Oder Combo. Alter, Alter, ey. Die lasse ich stehen, die gehen mir nur auf den Sack. Das muss sein. Das hier fand ich echt nicht so gut. Haben wir eine Blood Echoes? Müssen die nicht irgendwo sein? Oh oh. Das macht mehr Schaden, oder? Tatsächlich. Langer Arm. Okay. Hey, die Tür ist offen. Nice. Aber der, ich will den jetzt besiegen. Hier liegen auch meine Blood Echoes. Hat der meine? Fuck. Hallo, du hast meine Blood Echoes geklaut. Oh oh. Du hast ja auch nicht genug Platz, gegen ihn zu kämpfen, ne? Das ist wahrscheinlich. Ich hab getroffen. Ohne Anvisieren ist es irgendwie besser, weil du viel mehr kontrollieren kannst, wo du eigentlich hinrennst. So. Das geht besser mit ohne Anvisieren. Mit ohne Anvisieren. Aber okay. Okay, perfekt. Ein Glück, ey. So, ohne Anvisieren geht besser, weil du viel besser kontrollieren kannst, wo du hindodgst. Schön Bloodstone Shards. Okay. Weiter geht's. Treat Insect with Care. Wir sind jetzt über dem Typen, oder? Ziemlich sicher, ja. Oh, was ist denn hier? Ah, hier ist oberhalb von dem Hörsaal zu wissen. Okay. War hier irgendwas? Gucken nochmal. Time for what? Time for communication. Communion. Okay. Mir geht's nicht weiter. Was ist das hier? Kommunion. Tatsächlich, der hat voll recht gehabt. So. Das war hier das. Gab's hier sonst noch irgendwelche Türen? Nee, gell? Überhaupt nicht, glaube ich.
Die lasse ich mal da stehen. Gut, dann gehen wir jetzt mal runter. Also hier rein, hier drin war ich auch nicht. Ah, hier ist eine Lore Note. Okay. Free Third Chords. Ich habe einen. Wenn ich das richtig sehe. Brauche ich drei? Brauche ich drei. Ich weiß ja, dass die irgendwie das Ende beeinflussen sollen. Wenn er sagt drei, dann warum nicht drei? Keine Ahnung, wo ich die herbekomme. Eine habe ich ja bekommen, die habe ich in meinem Band und Workshop gefunden. Aber guck mal, hier ist doch dieses Ding aus der Cutscene, oder? 4DO Blood. 4DO Blood. Da ist er. Das ist eine Spinne. Aber er hat eben mit mir geredet. Geh mal hin. Remember Liar. Holy fuck. This cannot be. You cannot be. Oh, how did this come to pass? Back for life. Now wait just a moment. Do you think ill of me? Me? Not at all. Indeed, I should think not. I shared with you a thing most secret. Now you're witness to a miracle, and all the stronger for it. You should appreciate it if you've a grain of gratitude in you. Appreciate it. Okay. No matter. Such details are trifling. We're fast friends by now. Let this express what words cannot. Cool. Oh, doubt me not, sweet compeer. What is friendship but a chance encounter? Ah, well met. My apologies, but I feel a profound thought occurring on the good grace of a certain god and the way he meted out his love. Du. Ah, well met. On the good grace. Er war's. Er hat mich runtergedingst. Er hat mich runtergeschubst. Das ist... Vergeltung ist Vergeltung. Egal, ob ich ihn noch brauche. Great One the Rhythm. Hat verdient. Das war er, hat mich runtergeschubst. In die Giftbrühe. Mir ist scheißegal, ob der noch eine Funktion hat. Ah, okay, jetzt sind wir hier wieder. I get it. Oben war noch so eine Rauchtür, die ich noch erforschen muss. We are here. Okay. Dann nehme ich wohl mal die Rauchtür jetzt. Kann sein, dass der Dicke so viel Blood Echoes gegeben hat? Ja, ne. Rauchtür, ich komme. Oh, wieder ein Portal. Super. Rauch gleich Portal. Merke dies. Achtung. Nightmare of Menzies. Wir sind jetzt aber nicht im Frontier, ne? Jetzt sind wir in der Nightmare of Menzies. Das war doch was von Menzies und Healing Church. Und Begründer und Burgenworth. Ach, fuck you. Warum? Schon wieder? Nerv mich doch nicht. Ich glaube, ich spiele offline. Ich höre wieder ein Baby.
Ich habe keine Lampe gesehen, ist das korrekt? Den würde ich backstabben wollen. Müsste ja gleich eine Lampe kommen. Der Weg ist halt. Mit Porten und so ist immer. Oh Gott! Ah! Was war denn das? Na, kein Bock mehr. Alter. Ich kann. Ah, du bist da oben. Alter. Aus dem kommen Schlangen raus. Oh Gott, why? Oh Gott, why? Doch so. Chunks! Nice, 3 Stück. Geil. Oha. Okay. Sind wir jetzt in dem gleichen Gebiet? Der Ding hier. Guck mal, da oben kommt was. Das ist eine Lampe. Fundlampe. Frenzy habe ich. Okay. Hunter's Dream auf jeden Fall. Mal investieren in den Char wieder. Und dann genau, gucken, ein bisschen leveln. Bisschen ruhen, weil ich habe jetzt noch eine Anti-Clockwise Metamorphosis gefunden. So. Genau. Da ist er. 15 Stamina. Gut. Boost Max HP 5%. Das ist halt die Frage. Ich würde tatsächlich, da der jetzt auf jeden Fall hier ein bisschen schwerer war, würde ich erstmal die andere Nightmare-Sache da machen. Aber 27.000 ist gut. Gucken wir mal. Bisschen Strength oder was? Na, ein bisschen Strength vielleicht, ganz gut. Endurance? Ne, ich habe jetzt auch die Stamina Boost schon. Ohne Ende. Air Vitality. Ich glaube, ich mache mal 30-30. Für 2000 Blood Vials, oder? Ja. 3 Stück. 3 Blood Vials. Schneller weg, als man gucken kann, aber egal. Was habe ich gemacht? Gems. Achso, ich kann ja mein Ludwigs Holy Blade upgraden. Oh, den kann ich auf plus 9 bringen. Ist ehrlich gesagt sogar mein Favorit, glaube ich, den auf plus 9 zu bringen. Oder? Ja, würde ich wirklich mal sagen. Okay. Ach Gott, das ist auf plus 8 oder das ist auf plus 9? Ich weiß es gerade nicht. Ändert das das Scaling? Nee, ne? Neun. Ich kann die Hunter's Pistol auch upgraden. Das mache ich mal, weil die benutze ich ja eh zum Kontern und wenn ich dann ein bisschen mehr Schaden mache, kann es nicht schaden. Schaden kann nicht schaden. Nehmen wir hier so ein Ding. Hier so ein
Ach, damit wir noch ein kleines haben. Achso, das. Nee, nicht Gem. Das habe ich eigentlich was Besseres gefunden? Nee, immer noch so. Aber das ist ja okay. Echt? Bringen wir die mal auf plus 6. Weil das andere fällt mir jetzt gerade eh nicht ein, auf plus 6 zu bringen. Ich will wieder das kleinste nehmen. Nee. Nice. Cannon habe ich zwar auf plus 3 gebracht, weil die viel Schaden macht. Aber mal sehen. Inside, vielleicht soll ich ein bisschen Inside verballern mal wieder. Für was? Wenn ich hier Blattwalz kaufen könnte, wäre doch cool, ey. Tomb Deadstone Shards. Ach ja. Ach ja. Hier weiß ich wieder nicht, was ich kaufen soll. Okay, wir lassen es mal dabei. Hier geht's weiter, ne? Okay, Nightmare of Menzies. Da waren sie im Lecture Building, haben wir komplett durch. Nightmare Frontier, haben wir den ersten Shortcut sozusagen freigeschaltet. Also machen wir das. Und dann, danach machen wir Nightmare of Menzies. Also machen Nightmare Frontier und den Boss. Dann machen wir Nightmare auf Menzies und den Boss. Und dann machen wir, denke ich mal. What the fuck? Was war denn das jetzt? Jetzt sag mir nicht, das ist verbuggt und ich komme da nie wieder hin. Da muss ich durchs Lecture Building rennen dafür. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Lass mich doch dahin, ey. Please do it. What the fuck? Und, genau. Nightmare Frontier, Nightmare of Menzies, inklusive halt dem Boss, und nach dem Boss dann, gehen wir oben hin, Upper Cathedral Ward, da muss ich mal gucken, wie das, wie die Lampe heißt da, wo die Schnecken waren. Cool, dankeschön. Genau, da gehen wir dann oben hin. Als, dann als drittes sozusagen machen, bis zu dem Boss. Wird ja auch ein Boss sein, gehe ich mal von aus. Jedes Gebiet hat quasi ein Boss. Aber das war der anscheinend nicht, weil die Spinne hängt da immer noch dran, ne? So, der Shortcut war hier oben. Da ist die Spinne. Er ist anscheinend nicht die einzige Spinne mit einem Menschenkopf. Oh, bleib hier. Auch wenn du nur Platz tust. Schwimmplatz und Scheiße. Gerade noch, ey. Platz und Schad. Nice. Nice, nice. Da ist die Spinne. Kann ich die abballern? Da hängt sie nämlich, oder muss ich da irgendwie hoch? Hier komme ich gar. Ach doch, hier komme ich hoch. Blattwalz, nice. Okay. Das ist so ein Schatz. Davon habe ich jetzt unfassbar viele. Aber ist eigentlich ganz gut, dass man die dann immer noch so. Ne, muss ich runterdroppen, ich will aber nicht. Da sind diese komischen. Hier unten bin ich rausgekommen, ne? Geht's da um die Ecke? Ah, was soll ich sonst machen, ey? Für was bin ich denn hier? So. Oh. Oh.
sieht ja super aus. Ja, schieß auf mich. Oh oh. Der wirft, oder? An den komme ich gar nicht ran. Ärgerlich. Stunning Deep Sea. Oh, hi. Molotovs habe ich abgewählt. Okay. Nein! Die, weil die am Boden sind, sind die fast nicht. Die treffen. Down. Sehr gut. Frenzy Cold Blood. Wie sieht hier drin aus? Ach, hier war gar nichts großartig. Ein scheiß Item an dem Wacht. Die ganzen Dicken wieder killen, ne? Sehe ich das richtig? Okay, ich glaube, ich renne jetzt zu dem Dicken. Das ist ja sehr nett, ey. Okay, alles gut. Ich glaube nicht, dass ich da zu viel verpasst habe. Okay, kann ich ihn wieder ausmachen? Was bist du denn? Oh, Frenzy. Frenzy? Nein, nix Frenzy. Umziehen auf Crowfeather. Feather? Crowfeather, weil Frenzy besitzt. Ich glaube, das höchste mit der höchsten Frenzy besitzt. Habe ich viel, oder? Ich hoffe, der kommt hier nicht hoch. 214, ja, so viel ist es nicht. Sedative, oder? War das Zauberwort. Da habe ich ja ein paar von. Was ist das? Ein Gehirn mit Tentakeln. Aber Tentakeln können die ja mittlerweile hier. Das ist irgend so ein Typ. Oh, der isst mich. Ich glaube, ich bin tot, oder? Wenn er mich isst, bin ich tot, gefühlt. Nein! Ich hab's nicht mehr. Ich hab gerade das Sedative genommen. Er hat die Animation schon gemacht. Es hat aber nicht mehr gereicht. Alter, was ist das für ein Viech? Gott. So, mit diesem Tod verabschiede ich mich aus dieser Folge und würde mich freuen, wenn ihr auch bei der nächsten wieder dabei seid. Bis dann, euer Teigster.